So, dann der Ivan Drago. Jo, guten Abend oder guten Morgen, je nachdem. Guten Abend, jetzt entsinne ich mich übrigens an deinen Namen. Ich meine, das war das nicht so, dass du alles Kleinschreibung hattest, als du das erste Mal im Stream Richtig, warst? genau. Da habt ihr mir geraten, dass ich das alles aneinander schreiben soll, damit es besser zu lesen ist. Genau. Ja, ich kann mich an diesen Rat noch erinnern, dass ich gesagt habe, mach doch da Großbuchstaben dazwischen, damit man es besser lesen kann. Richtig, Weil genau. ich konnte deinen Namen, das passiert übrigens nicht sehr selten hier im Kanal, ich konnte deinen Namen nicht richtig lesen. Ich entsinne mich. Ja, genau. Und Ja, deswegen das bist du. war wahrscheinlich, weil, ne, oder es war nicht wahrscheinlich, sondern es war, weil alles klein geschrieben war, nur der erste Buchstabe groß. Ja. Und es war dann halt schwierig. Es hatten aber viele schon Probleme, den Namen so zu lesen. Die waren dann immer dran, wie werden, und ne, die wussten halt nicht, wie sie es ausdrücken sollten. Ne? Ja. Genau so habe ich mir doch auch einen abgebrochen, das erste Mal. Ich kann mich noch genau erinnern. Und dann kam beim zweiten Mal oder so, kam von mir die Aussage, mach doch da bitte, weil ich glaube, irgendjemand im Chat hat mir geholfen. Das heißt aber so und so. Ja. Und dann habe ich gesagt, ach, das soll es heißen, verdammt, Richtig, ich genau. konnte es nicht Das war lesen. ungefähr vor, ich glaube, vor 8 Wochen kann das sein so. Also es ist schon was länger her. Ich verfolge dich ab und zu zwischendurch mal. Und ich bin ein Nachtmensch, lieg immer lange Nacht wach, nachts wach. Liegt aber auch daran, dass ich eine aktuell schwierige Situation habe. Und ich wollte halt den Anruf oder den Zuschauern hier vielleicht auch mal ein bisschen Mut machen in der schweren Zeit, die wir jetzt im Moment haben und auch in der Zeit. Also ich will nicht über Corona reden, keine Sorge. Es geht sich eigentlich darum, wie ich mein Leben bestreite mit meiner Familie im Moment. Und da vielleicht ein paar Leute dabei sind, die vielleicht auch mal vielleicht ein bisschen Mut zugesprochen haben wollen, würde ich da gerne mich mal zu äußern irgendwie. Weil es ist, viele sind ja, man hört ja oft, dass viele deprimiert sind im Moment. Die Situation in der Welt ist auch nicht gerade schön. Und ich habe halt eine Pflegegrad 4 Frau zu Hause, ja, Ja. und habe noch einen 5-jährigen Sohn, bin 42 Jahre alt und habe so einiges im Leben mitmachen müssen. Ich war da, wo die Sonne nicht scheint, kann man so sagen, ja. Und mit 14 auf der Straße, ich will jetzt nicht alles erzählen, aber ich habe schon einige Erfahrungen machen können und trotzdem stehe ich heute noch hier und mache mein Leben und gestalte mein Leben weiterhin und gebe nicht auf, weil für mich ist es so, wenn ich abends einschlafe und ich wache morgens auf, ist das wie ein neuer Tag für mich. Ich bin jemand, der vergisst die alten Sachen und für mich ist jeder Tag wie ein neuer Tag. Ich stehe jeden Morgen auf und denke mir, jeden Morgen mache ich wieder von vorne, egal ob jemand böse zu mir war am Vortag. Ich bin am nächsten Tag wie ein neuer Mensch, als hätte man so den Speicher gelöscht. Und das ist das, was mich in meinem Leben immer weitergebracht hat. Ich habe nie zurückgeschaut und habe immer weiter nach vorne geguckt und immer weitergemacht und immer weitergemacht, egal was mir passiert ist. Und mir sind schlimme Sachen passiert. Und jetzt auch mit der Pflegegrad 4 Frau, wir geben nicht auf, wir lassen den Kopf nicht hängen, wir haben trotzdem den Humor nicht verloren, egal was uns passiert. Und da wollte ich halt auch mal vielleicht ein paar Leuten helfen oder auch zumindest mal einen Rat geben, nicht aufzugeben, egal was kommt, jeden Morgen aufstehen, frisch vom fröhlich frei weiterzumachen. Ja, und das ist eigentlich der Grund meines Anrufes, ne? Ja, auf jeden Fall ein löblicher Anruf, vielen da Mut zu machen, weil in der Tat der Pflegenotstand in Deutschland ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Richtig. Und Pflegegrad 4 ist ja jetzt, ich glaube, es gibt insgesamt 5, ne? Und es ist ja nicht gerade wenig dann, was da zu machen ist. Und du machst alles selber oder hast du da einen Pflegedienst, der dich unterstützt oder wie läuft das? Also vom grundsätzlichen Dingen mache ich alles selber. Wir haben keinen Pflegedienst, sondern wir haben eine Haushälterin zugesprochen bekommen. Das haben wir. Das heißt, sie macht den Haushalt, das heißt, sie putzt, sie kocht und sowas alles. Aber sie ist auch nur 2 Stunden am Tag da. Wollte ich gerade sagen, also die Pflegekasse bezahlt ja dann auch bei Pflegegrad 4 nur so einen bestimmten Satz. Das ist ja nicht Richtig. gerade sehr viel. Und davon kannst du ja maximal diese 2 Stunden am Tag bezahlen, ne? Richtig, genau. Das ist nämlich nicht gerade günstig, ja. Und wir haben mittlerweile aber auch eine gute Freundschaft entwickelt zu der Frau. Also es ist ja schon länger so, meine Frau ist ja schon 5 Jahre krank und wir haben jetzt ein Jahr Bettlägerigkeit, ne? Die ist jetzt ein Jahr in Pflegegrad 4, ne? Und wir haben dann halt die Haushälterin, die uns dann unter die Arme greift, aber alles, was sonst anfällt, Sohnemann, ich putze auch noch zwischendurch, ich gehe noch bei meiner Großmutter putzen, die ist 87 Jahre alt mit COPD, also ich habe ein Vollspektrum, ne, und habe selber mal unter einer schweren Krankheit gelitten früher, die ich jetzt besiegen konnte, ja, vor 5 Jahren.
Und ich habe, wie gesagt, viel, viel mit durchmachen müssen in meinem Leben. Und trotzdem bin ich jemand, ihr hört es ja vielleicht auch, ich bin sehr selbstbewusst. Ich habe den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Ich bin jemand, der immer voller Energie war, egal wie schlecht es ihm ging. Ich hatte manchmal nur ein Toastbrot und eine Packung Salami. Mehr hatte ich früher nicht. Und trotzdem habe ich immer weitergemacht. Mir hat man es nie angesehen. Und das ist aber halt auch die schwierige Seite im Leben, weil wenn man es einem ansieht, dann kommen die Leute zu dir und sagen, oh, du tust mir aber leid, und die nehmen Rücksicht auf dich. Wenn du aber da stehst, ich bin 1,90 Meter großer, blonder Typ, ja, mit 100 Kilo, da sagen die Leute, ja, du bist ein Schauspieler oder was. Ne? Das kommt dann schon mal so, dann hört man auch schon mal negative Sachen. Und du willst doch sowieso nicht arbeiten oder so eine Sachen kam dann. Aber ich habe immer darauf geachtet, dass ich vernünftig da stehe. Und seit meinem 22. Lebensjahr habe ich mir auch nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Meine Jugend war sehr brutal. Ich, wie gesagt, mit 14 zu Hause raus. In der Psychiatrie war ich, in der JVA, in der Jugend-JVA und so eine Sachen. Also ich habe Sachen gesehen und erlebt. Trotzdem, also ich will jetzt nicht zu viel ins Negative gehen, trotzdem mache ich immer weiter und lasse meinen Kopf nicht hängen. Und ich dachte mir, das können vielleicht einige Leute gut gebrauchen, dann vielleicht sich ein Beispiel daran zu nehmen, da vielleicht auch mal anzusetzen und zu sagen, ich hole mich aus dem Loch wieder raus. Ja, und das habe ich auch selbst geschafft. Ich hatte keinen, der mir geholfen hat, weil auf meine Mutter konnte ich verzichten, oder ich musste auf meine Mutter verzichten, weil die halt einen neuen Mann hatte, und mein Vater wurde einfach abgeschrieben, und wir standen halt als zwei Brüder ganz alleine da. Ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also Mitgefühl will man haben, aber Mitleid möchte man halt nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da muss man einfach unterscheiden. Nee, du wirkst ja sehr positiv. Solange wir das Positive daraus ziehen und das nicht zu sehr ins Negative ziehen, lasse ich das als Thema so auch zu. Obwohl es halt schon so, ne, weißt du, grenzwertig in meine, gegen meine Regeln nicht verstößt, aber sie so anknackst so ein bisschen. Ja, ne? Ja, ja, das wollte ich bedenken. Deswegen wollte ich auch nie anrufen. Weil ich gedacht habe, so ein negatives Thema muss nicht unbedingt sein, aber für mich soll es ja eher, also es soll ja eher so eine Metapher sein, in dem, dass ich sage, okay, haut lieber mal dann das Positive raus, anstatt sich an dem Negativen festzuhalten. Ja, das ist ja eher meine Message. Ne? Das finde ich auch absolut in Ordnung, und das ist auch, auch machbar hier. Das, wie gesagt, streift so ein bisschen die Grenzen, aber ist absolut noch im Rahmen. Solange, wie ich das gerade auch mitkriege, du das genau so formulierst und so rüberbringst. Und in der Tat, hier wurde auch gerade gesagt, Falke kam kaum zu Wort, Respekt. Man merkte so richtig, und deswegen habe ich dich natürlich auch ausreden lassen, man merkte so richtig, du hast eine Message, du wolltest sie erstmal schnell loswerden, bevor vielleicht der Falke dich zu sehr in ein Gespräch verwickelt und du dann vielleicht vergisst, was du gerade sagen willst. Du hast einfach viele Punkte gehabt. Und das ist bei so einem Leben, was du gerade beschrieben hast, ja auch komplett nachvollziehbar. Also absoluter Respekt auch von mir. Hier im Chat siehst du schon die Reaktionen. Wir haben hier eine tolle Community, da kann sich keiner beschweren. In anderen Communities würdest du es wahrscheinlich auch nicht so in der Form erzählen. Nein, also da hört man dann heul leise oder sowas. Genau, genau. Man macht sich halt angreifbar. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich viele solche Themen hier nicht zulasse, was auch nicht jeder versteht, weil ich sonst Angst habe, dass irgendwelche fremden Leute reinkommen und dann meine Gesprächsgäste beleidigen. Und das ist etwas, was hier ein absolutes No-Go ist, wo die Moderatoren auch eine klare Ansage haben, sofort ein Bann, wer hier meine Gesprächsgäste vorführt oder beleidigt. Das ist absolut grenzwertig, das ist auf Twitch auch nicht erlaubt und ist aber erst recht nicht in meinem Kanal erlaubt. Ist aber eine Frage des Anstands. Und das ist ja auch der Grund, warum ich hier mal gesagt habe, ich möchte hier niemanden vorführen. Natürlich gibt es immer wieder neue Leute, die hier reinkommen und erstmal sehen müssen, wie tickt derjenige überhaupt, was passiert überhaupt im Kanal, bis man diesen Mut findet, hier anzurufen. Und das sieht man ja bei dir. Ich habe gesehen, 111 Tage, vor 111 Tagen hast du gefolgt. Also hast du auch ein bisschen gebraucht zu entscheiden, oh ja, heute wäre vielleicht mal der Tag, wo ich anrufen könnte. Richtig, richtig. Ja, heute habe ich anscheinend den Kasus Knaxus erwischt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt machst du es. Und ich hatte mir schon gedacht, komm, ich mach das schon früher, aber ich habe dann gedacht, wie gesagt, vielleicht ist es zu negativ, ich will die Leute nicht belästigen. Ich bin auch jemand, der hat eine gute Selbstreflexion, ja, also ich bin auch jemand, der hält sich zurück, wenn es drauf ankommt und sagt was, wenn man es muss, ja, und bin keiner, der Leuten auf den Sack geht oder sonst irgendwas, und da bin ich sehr bescheiden auch, ne, und ich versuche so gut wie möglich mit meinen Mitmenschen klarzukommen. Ja, und wie gesagt, manche haben auch keine Selbstreflexion und meinen, sie sind das Gelbe vom Ei und versuchen dann den Leuten dann ihre Meinung auch aufzuzwingen. Und da bin ich absolut nicht so. Deswegen habe ich mir gedacht, machst du es jetzt, machst du es nicht. Und heute war der Tag, jetzt machst du es mal. Ja.
Und auch mit, was du eben gesagt hast, dass die Leute dann Vorurteile haben, das kenne ich, aber da habe ich auch, da kann ich den Leuten nur raten, schafft euch auch ein dickes Fell an, lasst euch nicht davon kleinkriegen, egal was jemand sagt. Über mich wurde so viel gesagt, ich komme aus einer Kleinstadt, ja, in Nordrhein-Westfalen, vielmehr ein Dorf, und da wird so viel geredet, aber mittlerweile habe ich mir angewöhnt, einfach weiterzumachen, egal was die Leute sagen, zieht das durch, ja, weil jeder von euch weiß selber, was er tut, jeder von euch hat ein Recht darauf, zu existieren, da zu sein, egal ob er, was er leistet oder nicht, jeder ist für sich ein eigener Mensch, und schon alleine, dass du geboren wurdest, hast du Anrecht darauf, genauso behandelt zu werden, wie jeder andere auch. Und ich finde, das sollte dazugehören, und deswegen habe ich mir so dermaßen ein dickes Fell angeschafft. Also ist der Ruf es ruiniert, lebt es sich recht ungeniert, sagt man ja. Ne? Ja, kann man schon so formulieren. Amazone Berlin fragt ja auch gerade zu Recht nebenbei, bleibt denn noch ein bisschen Zeit für dich persönlich? Oder wie kannst du entspannen, wie kannst du es verhindern, dass du irgendwie Bluthochdruck bekommst oder so Burnout-Effekte? Auch wenn Leute dir sagen, du arbeitest ja nicht, das ist mehr als Arbeit. Also wenn man rund um die Uhr in so einer Aufgabe steckt, ja. Das ist alles andere als keine Arbeit. Aber das verstehen ja halt viele Menschen nicht, die einfach denken, naja, du bist ja eh nur die ganze Zeit zu Hause und kümmerst dich halt um deine Frau, und können diese Ausmaße überhaupt nicht richtig abschätzen. Ja. Humorfuchs, guten Abend. Die Frage, wie du dich entspannst. Ach so, okay. Also ich bin ein Zocker, ja, also das heißt, ich zocke seit meinem 9. Lebensjahr. Damals fing es mit dem Nintendo Entertainment System an. Heute bin ich immer noch ein Zocker. Damit lenke ich mich sehr gut ab. Ich bin auch, wie ich schon eben sagte, ich wach morgens auf, und für mich ist der Tag dann gelöscht, der davor war, egal was passiert ist. Ja, ich habe dann den neuen Lebensmut. Ich weiß auch nicht, woher ich es nehme, aber ich habe so die Art und Weise, schon morgens wieder aufzustehen und zu sagen, ja, jetzt bin ich wieder da. Mein Sohn ist auch volle Entspannung für mich. Das heißt, ich bin sehr spät Vater geworden. Und wenn ich meinen Sohn dann mit meinem Sohn was mache, da gehe ich komplett drin auf. Ja, das ist für mich so auch eine Art, wie soll ich sagen, also für mich ist das Leben überhaupt, ja. Für mich ist das, also ich sage immer, mein Sohn ist die Reinkarnation zu meiner Lebzeit, ja. Und weil er auch so aussieht wie ich, er ist genauso wie ich, und wir verstehen uns blind. Und wenn er mich anguckt, ist schon alles wieder in Ordnung, ja, egal wie böse ich vorher war, ja, wie entspanne ich? Das ist eigentlich, also ich bin relativ eigentlich ein nervöser Typ von Natur aus, aber wenn ich dann, wie soll ich's, ich habe eigentlich gar keine, also so richtige, also wenn man es ehrlich nimmt, habe ich nichts für mich im Moment, was ich so tun kann. Ich bin im Prinzip nur zu Hause gefangen. Ich sitze im goldenen Käfig im Moment, weil keiner ist da, um auf meine Frau aufzupassen. Keiner ist da, um mich jetzt irgendwie abzulösen so richtig. Ab und zu meine Schwiegereltern zum Beispiel, weil die halt aber auch arbeiten sind, habe ich natürlich wenig Möglichkeiten rauszugehen. Mein Radius beschränkt sich im Prinzip auf 3 Kilometer, in dem ich mich bewege. Aber trotzdem, trotz alledem, habe ich das Gefühl, ich bin zufrieden. Weißt du, was ich meine? Also ich bin ein sehr zufriedener, ein sehr bescheidener Mensch. Ich bin mit wenig Geld im Leben klargekommen. Ich habe nie mehr als 1.900 D-Mark damals gehabt und auch Euro zum Leben. Oder mittlerweile ist es auch viel weniger durch die Pflegestufe jetzt hier auch und Pflegegrad meiner Frau. Und wir sind finanziell natürlich auch eingebrochen. Und trotzdem bin ich mit allem zufrieden, was ich habe. Vielleicht diese Zufriedenheit, die ich habe, projiziert sich dann auch auf meine Entspanntheit dann nachher wieder. Ja? Weil, wie ist denn das mit den Finanzen? Also ist das alles zu tragen oder legt ihr immer noch aus den privaten Mitteln drauf und irgendwann ist das endlich und ihr könnt schon abschätzen, in ein paar Jahren muss man da irgendwo noch anders ansetzen. Also da muss der Staat noch mehr helfen oder so. Also, was man ja eigentlich bis zu einem gewissen Punkt verhindern möchte, denke ich mal. Ja, also ich sage, bis jetzt klappt's. Also wir haben von Anfang bis zum Ende des Monats Essen, das ist schon mal sehr viel wert, ja. Bis jetzt auch die Pflege kann bezahlt werden von dem Pflegegeld, was wir bekommen, ja. Dann gibt's ja noch andere Positionen in der Pflege, also vielmehr in dem Pflegegrad, die man beantragen kann. Dann kriegt man noch so zweimal hintereinander so Zuschüsse, das ist auch nochmal so 1.200 Euro. Aber es ist alles sehr komplex, also da habt ihr schon Hilfe, auch die Richtig, Unterstützung. Richtig, genau, da haben wir auch jemand, der sich damit auskennt, und
der uns dann geraten hat, dann, das ist irgendein Zuschuss, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall konnte man davon dann auch Medikamente kaufen und wir hatten dann einen Professor aus Berlin, der sich der Sache mal angenommen hat. Der wollte aber 200 Euro die Stunde haben, das ist natürlich auch heftig, ja, nur am Telefon. Und davon haben von dem zurückgelegten Geld haben wir das dann auch bezahlt und er hat uns dann halt auch Sachen gesagt für meine Frau, die sie einnehmen kann, um halt eventuell wieder gesund zu werden. Das Problem ist, und die Erkrankung, die gibt's nur 50.000 Mal in Deutschland und in Amerika gibt's die auch und klar verteilt auf den ganzen Planeten, aber diese Krankheit ist halt nicht anerkannt von der Krankenkasse. Es ist eine sehr seltene Krankheit und wird halt so behandelt wie so ein, wie soll ich sagen, wie heißt das, Heilpraktiker, ne? Wenn man zu so einem Heilpraktiker geht, das ist die einzige Möglichkeit, um halt vielleicht irgendwas gegen die Krankheit zu machen, weil es gibt keine chemische Medikation gegen diese Erkrankung. Ja. Naja gut, und dann da nicht an den Quacksalber zu geraten, ist dann auch mehr oder weniger Glück. Muss man schon ein bisschen aufpassen, ja. Und ja, aber der Professor aus Berlin, ja, der war wirklich auch in der Charité, also okay, der ist wirklich, der hat Hand und Fuß, ne? Okay. Aber ja, letztendlich gibt es wahrscheinlich auch im Ausland dann entsprechende Behandlungsmöglichkeiten, die aber einfach illusorisch sind. Richtig, man kann sie nicht tragen finanziell. Nee, natürlich nicht. Das müsstet ihr ja alles selber tragen, weil die Krankenkasse die Krankheit selber nicht anerkennt. Nur die Folgen letztendlich. Und die Pflegekasse letztendlich euch entsprechend anerkannt hat mit Pflegegrad 4. Bist du denn zufrieden mit Pflegegrad 4 oder denkst du, das ist eigentlich doch schon Pflegegrad 5? Nee, Pflegegrad 4 ist okay. Also würde ich sagen, das passt. Ja. Wie lange hat das gedauert mit der Beantragung? Und gerade unter Corona-Bedingungen läuft das ja meistens telefonisch, so wie ich das gehört habe. Ja, also es war eine Frau hier. Also die war doch da, okay. Also. Ja, hier war eine Frau, die hat sich die Situation vor Ort angeguckt. Und da meine Frau ja wirklich bettlägerig ist, brauchte man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Die hat dann ihre Häkchen daran gemacht. Und dann ging das eigentlich recht fix. Also ich habe auch gedacht, es würde länger dauern, weil es ist ja so, in Deutschland braucht ja das ist ja das Land der Bürokratie, ja. Und oh dachte, ja, oh ja. Ne? Und ich dachte, es würde viel länger dauern. Und das ging aber relativ fix, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Frau war auch so geschockt, weil meine Frau ist ja erst 31 und ich bin halt 42, ne? Und deswegen, und die ist so jung, da hat die Frau gesagt, das kann doch nicht wahr sein und das ist ja so heftig. Und da hat sie auch direkt dann ihre Unterschrift runtergesetzt und dann haben wir auch die Bezüge bekommen, ne? Ja, also gerade in dem Alter ist natürlich, das Leben ist leider ein bisschen ungerecht. Hier kommt auch eine Frage von Amazone Berlin. Darf ich fragen, wie es für euer Kind ist oder wie man das einem Kind erklärt? Stelle ich mir sehr schwierig vor. Da gab es auch die Frage, glaube ich, nach dem Alter des Kindes. Ja, mein Sohn ist 5 Jahre alt. Meine Frau ist 5 Jahre krank. Vielleicht fällt euch da was auf. Es ist so, dass sie bei der Geburt krank geworden ist, meines Sohnes, wenn ich das kurz anschneiden darf. Ich weiß nicht, ob du das erlaubst, weil das relativ auch wieder schwere Kost ist. Ja. Naja, wir sind jetzt schon in der Thematik drin, also ja, natürlich, um es ein bisschen zu verstehen zu können, musst du das ja erzählen. Okay, also, unser Sohn ist im Klinikum zur Welt gekommen und es gibt ein Medikament zur Einleitung der Wehen. Das nennt sich Zytotec, vielleicht hat das schon mal jemand gehört. Und das ist eigentlich auch ein Medikament, um halt abzutreiben. So, das heißt, wenn die Schwangerschaft noch nicht weit vorangeschritten ist, dann kann man damit auch eine Geburt einleiten, um halt abzutreiben. So, und das nimmt man aber auch zweckentfremdet, um halt die Geburt bei einer richtigen Geburt einzuleiten. Und man darf nur eine halbe Tablette davon bekommen als Frau. Und sie hat aber 4 halbe Tabletten bekommen. Das heißt, das steht auch in den Akten drin. Die Akteneinsicht haben wir schon. Wir sind auch am Klagen gegen das Klinikum. Und also das heißt, sie haben sie dreifach überdosiert. Oh Mann. Und dadurch hat sie dann einen Plazentariss gehabt. Dann mein Sohn hatte Blutarmut und sie auch, sie im Not-OP und alles. Und dadurch hat sie dann Keime bekommen und dadurch ist sie halt auch krank geworden, hat einen durchlässigen Darm auch bekommen und so alles. Nennt man auch Leaky Gut, das auch noch zusätzlich. Das ist auch, also, aber das ist halt eine Darmerkrankung, die sie hat, nennt sich Mastzellaktivierungssyndrom. Und das ist halt der Grund, warum sie krank geworden ist bei der Geburt meines Sohnes. Und da mein Sohn ja damit aufgewachsen ist, in der ganzen Zeit, um die Frage halt auch von Amazone Berlin zu beantworten, wächst er im Prinzip damit auf, hat es mit der Muttermilch in Anführungszeichen. Er kennt gar nichts anderes so in der Familie. Richtig, genau. Also er ist auch ein sehr präsenter Junge.
Er ist sehr willensstark, er setzt sich sehr durch und ist auch sehr schlau. Also er nimmt das schon sehr gut auf. Natürlich merkt man, ein paar Defizite hat er natürlich in der Motorik oder sowas, sagen wir mal, oder so, ne? Und es ist schon klar, es geht an dem Kind nicht vorbei, aber ich muss sagen, er nimmt das wie ein Mann, ne? Also er ist sogar, er sagt sogar auch, Mama, du wirst schon wieder gesund, keine Sorge und wir schaffen das, so ist er schon dran. Und der ist ein sehr starker, also er hat es gut bis jetzt aufgenommen. Ne? Also ich muss ja natürlich, wo du das jetzt so ausführlich erzählst, nochmal relativ klar sagen, ich bin kein Psychiater, ne? Also ich habe ein offenes Ohr wie unser gesamter Chat hier, aber in dem Zusammenhang stellt sich mir wirklich die Frage, hast du denn mindestens therapeutische Hilfe bekommen, als das alles passiert ist? Denn das ist ja so lebensverändernd. Ja. Das betrifft ja wirklich die gesamte Familie und euch dann so dermaßen ins Loch gerissen, wo in der Tat diese Klagen eigentlich relativ klar sein müssten. Das Krankenhaus muss alles bezahlen und muss auch vielleicht für Therapieansätze im Ausland sorgen oder sonst irgendwas. Das geht dann in die Millionen, ehrlich gesagt. Ne? In den USA würdest du wahrscheinlich 20 Millionen Dollar zugesprochen bekommen. Aber da wir hier in Deutschland leben, der Zeitwert nur 40.000. Ja. Ja. Das heißt, wir sind noch immer in der Klage drin, die lassen sich natürlich jetzt Zeit, die strecken natürlich jetzt alle Hände vor sich, aber da wir ja wirklich gesehen haben, dass sie meine Frau überdosiert haben, haben wir natürlich die besten Beweise. Ne? So, ja. Absolut, und, ja. Da werden wir mal weiter gucken, es gibt auch mehrere Frauen, können da einfach mal eingeben, Zytotec, Geburtseinleitung, Frauen, die geklagt haben, einfach mal bei Google suchen, da werdet ihr einiges finden. Ja, das ist nicht der erste Fall, der so passiert, ja. Und sind denn da generell auch Medien drauf angesetzt? Also da sind ja eigentlich dann die Öffentlich-Rechtlichen durchaus in der Recherche immer ganz gut und könnten darüber ja auch mal eine Doku setzen oder so. Also wahrscheinlich wirst du bei Google natürlich ein paar Informationen darüber finden. Mich erschlägt das Thema natürlich jetzt logischerweise ein bisschen, aber sowas müsste man natürlich journalistisch eigentlich entsprechend aufbereiten und da auch ein bisschen an die große Glocke hängen. Das ist ja fast so ein kleiner, wie damals Contergan-Skandal, weil es letztendlich ja durch Behandlungsfehler stattgefunden hat anscheinend, so wie ich es jetzt verstehe, und möglicherweise das Krankenhauspersonal einfach nicht richtig geschult worden ist, oder? Entschuldigung, ich habe gerade gelesen. Würdest du die letzten Part noch mal kurz wiederholen? Das Krankenhauspersonal ist sicherlich nicht richtig geschult worden. Und in meinen Augen, also tu mir einen Gefallen, wenn ich mit dir rede, lies nicht gleichzeitig den Chat. Okay. Das ist genau das, was ich vorhin gerade im Talk gesagt habe. Ja. Wenn Gesprächspartner von mir den Chat zu sehr lesen und dann meine Fragen gar nicht mehr mitbekommen und dann muss ich meine Fragen erst wieder wiederholen, dann wird es nämlich richtig schwierig, weil ich muss mir ja selber erstmal überlegen, welche Fragerichtung gehe ich da. Also für mich klingt das ja sehr danach, dass das Krankenhauspersonal irgendwie nicht optimal geschult war, dass es vielleicht in der Verantwortung des Herstellers liegt und in der Kommunikation. Und dass natürlich das Krankenhaus da erstmal alle Verantwortung von sich schieben will, aber eigentlich bei Klage du da gute Chancen hättest, aber in der Tat im Vergleich zum Ausland da halt keine 20 Millionen zugeschustert bekommst und. Und dass das im Prinzip ja eigentlich mal von den Qualitätsrecherche-Medien, also auch öffentlich-rechtlich und Co., oder meinetwegen auch ein ambitionierter Privatsender, der das machen will, dahingehend mal so ein bisschen als Skandal aufgedeckt werden sollte. Also für mich klingt es ja so ein bisschen wie das kleine der kleine Contergan-Skandal. Das meine ich damit. Ja, könnte man schon. Also ist annähernd zu vergleichen, wahrscheinlich nicht so extrem wie jetzt Contergan, aber es ist natürlich schon, es ist ein verwandtes Thema. Bei Contergan war es letztendlich nur diese wahnsinnig vielen Fälle. Ne? Richtig. Also ich weiß noch, dass wir daran vorbeigeschwobert sind, also ich in meiner Familie. Ne? Also meine Mutter hat es nicht genommen damals, aber es war genau die Zeit. Und nur weil sie, ich weiß gar nicht mehr aus welchen Gründen, aber es gab irgendwelche medizinischen Gründe, dass sie es halt nicht genommen hat. Sonst hätte uns das natürlich genauso betreffen können. Aber letztendlich sind solche Skandale müssen irgendwann dann an die Öffentlichkeit. Das meine ich damit. Und wenn das jetzt so wenige Fälle sind, dann wird das natürlich versucht, unter den Tisch zu kehren. Wir machen es natürlich jetzt öffentlich, aber ich kann hier keine Quellenangaben checken und sonst irgendwas. Wir müssen uns erstmal auf deine Aussagen so weit verlassen, aber wir müssen sie relativieren und sagen, okay, das sind jetzt alles Erfahrungsberichte. Das muss ich, weil es kann hier kein journalistisches Format sein. Es ist ein Plausch, ein offenes Ohr. Das muss ich immer relativ klarstellen, auch wenn es für euch natürlich wie ein journalistisch aufbereitetes, magazinartiges Format vielleicht ist oder ein Talkformat. Normalerweise würden solche Gespräche natürlich in Talkredaktionen
vorher vorbereitet, wenn wir die Leute im Hintergrund hätten. Und dann könnte man natürlich noch eine ganz andere Qualität liefern. Ja, ja, mein Anruf, um das halt auch nochmal zu bestätigen, falls neue reingekommen sind, ich mache das ja, um den Leuten Mut zu machen. Trotz all dem, was ich erlebt habe, machen wir weiter. Du willst das gar nicht so sehr anprangern, sondern einfach nur den Leuten Mut machen, wenn solche Schicksalsschläge passieren, wie man damit umgeht. Und das machst du auch ganz toll. Man kann es schaffen, auch wenn man meint, man ist am Boden zerstört, auch wenn man meint, es geht nirgendwo weiter, man sieht nirgendwo einen Lichtblick, aber der menschliche Körper und der menschliche Geist ist zu vielen fähig. Man kann weitermachen, man kann es durchhalten und vor allem Selbstzufriedenheit, ja, Bescheidenheit und auch mit wenig zurechtkommen, das ist heute in der Welt eigentlich nicht mehr gang und gäbe, weil das Materialistische, ja, das ist ja wirklich sehr präsent und man wird nur noch mit Werbung bombardiert, du musst so aussehen, du musst das haben, du musst das besitzen, du musst ein dickes Auto fahren, wenn du das nicht bist oder wenn du das nicht hast, bist du nichts, hast du nichts, bist du nichts, ja, so und dann bei sich anzufangen und zu sagen, hey, ich habe doch eigentlich alles, was ich brauche. Ich habe was zum Anziehen, ich habe eine tolle Familie, ich habe einen tollen Sohn, ich habe doch Essen im Kühlschrank. Ich brauche nicht den dicksten Fernseher, ja, mit 8K, voll, egal was. Man sollte halt auch zufrieden sein mit sich und auch diese Zufriedenheit, die ich habe, die ist halt auch, die hilft mir, über die Runden zu kommen, weil viele sind ja todunglücklich, weil sie das nicht besitzen können, was andere haben. Ja, man kauft ja Dinge, die man sich nicht leisten kann, um Leute zu beeindrucken, die man nicht leiden kann. Ja, und das ist so ein Sprichwort, das habe ich mal gelesen. Und das ist passt aber ganz gut, ja. Ja, das ist die pure Wahrheit. Ja. Und diese Selbstzufriedenheit, die ich an den Tag lege, ja, ich bin auch mit mir selbst im Reinen und so. Und das heißt, ich kann mich auch selbst lieben. Und das ist das Wichtigste, was ich habe. Ich bin mit mir selbst zufrieden. Ich weiß, was ich leiste. Ich weiß, was ich tue. Und da auch anzusetzen und zu sagen, okay, ich nehme die Welt so, wie sie ist, egal was gerade passiert, auch gerade in den Zuständen, was in überall auf der Welt los ist. Ich gehe jetzt nicht ins Detail. Und da sollte man, und das ist vielleicht meine Quelle des Glücks, auch zu sagen, hey, ich bin doch zufrieden eigentlich mit dem, was ich habe. Denn wenn man mal auf anderen Kontinenten schaut, was da los ist, die haben eine Lehmhütte und dann stehen die mit den Ziegen da und müssen sich von der Ziegenmilch ernähren. Ja, und da haben wir hier Luxus. Das ist einfach so, ne? Bin ich voll bei dir. Also, wie gesagt, der Chat ist ja auch da bei dir. Dank dir auch natürlich für diese absolute Offenheit. Ja. Wie gesagt, da wird man ja auch sprachlos dabei. Und ob es nun Überdosierung war oder ob es vielleicht eine falsche Anwendung grundsätzlich war oder ob diese Tabletten vielleicht auch in der halben Dosierung, wie es vorgeschrieben ist, schon solche Vorfälle erzeugen können. Ich weiß nicht, wie gut das letztendlich alles hinterfragt, wissenschaftlich auch erforscht wurde. Also es scheint dann auch sehr experimentell zu sein, dieses Medikament, wenn es diese Auswirkungen haben kann. Worden, aber ja, wenn die Krankheit so selten ist, dann haben sie natürlich nicht so viele Erfahrungen damit und machen es vielleicht auf gut Glück. Ich meine, allein die Aussage, nur eine halbe Tablette. Und wenn dann die Warnhinweise oder die Schulungen und sowas irgendwie daran vorbeigehen, dann menschliche Fehler passieren. Das kann halt so schnell passieren, dass dann halt diese Schicksalsschläge ausgelöst werden, die nicht mehr rückgängig machbar sind. Ja, ich muss aber auch betonen, dass nicht nur dieses Medikament diese Krankheit auslöst. Viele Frauen haben diese Erkrankung. Es gibt aber auch Männer, die Erkrankung haben. Also war das genetisch bei ihr auch schon so eine Art Voraussetzung, oder? Das ist das, was wir leider nicht wissen, weil wir zu wenig darüber wissen. Es gibt halt auch Männer, die diese Krankheit haben, aber wie die bekommen haben, da habe ich leider keinen Austausch bis jetzt gehabt. Wir sind zwar in der Gruppe mit 1300 Mann, aber ich habe auch letztens da eine Frage gestellt, da wird die Frage gar nicht erst beantwortet, so eine Sachen. Man kann sich halt schlecht austauschen. Das ist halt das Problem, weil die Krankheit so wenig da ist, ne? Also weil die so wenig präsent ist, ne? Ja, und genau deswegen gibt es natürlich auch nicht so viele wissenschaftliche Studien darüber und auch nicht wirklich viele Experten, wahrscheinlich weltweit irgendwie 1, 2, 3, die dann möglicherweise in den Staaten sind, ne? Oder vielleicht in Asien noch, ich weiß es nicht. Ja, also in den Staaten hatten wir einen gefunden, der hat diese Krankheit auch schon geheilt, einen Doktor, einen Professor oder was auch immer. Nur der ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten. Klar, ne? Das ist einfach, wie soll man das stemmen? So, der muss ja nach hier kommen. Der kann ja nicht
einfach aus der Ferne etwas machen, sondern der müsste dann vielleicht nach hier kommen oder wir müssten mit ihm telefonieren, was ja auch wahnsinnig teuer ist. Dann will er wahrscheinlich auch noch bezahlt werden und die Ärzte in Amerika fragen sich horrende Summen. Dann macht er euch Hoffnung, dann klappt das vielleicht aus welchen Gründen auch immer doch nicht. Und, richtig. Ach Gott. Ja, und zu meiner Offenheit möchte ich sagen, erstens bin ich ja hier relativ anonym. Zweitens habe ich gelernt im Leben offen über alles zu reden, denn mich interessiert nicht, was andere denken in dem Sinne. Ja, weil also ich lebe mein Leben trotzdem. Also wie gesagt, so viel wurde schon über mich geredet und trotzdem habe ich weitergemacht und ich sitze heute noch immer hier und rede mit euch noch. Ja, also das hat mich nicht umgebracht. Und wenn ich doch daraus lernen kann oder wenn ich anderen Leuten damit helfen kann, warum soll ich nicht offen damit umgehen? Und ich bin auch jemand, der hat sich auch schon sozial engagiert. Ich habe in der ersten Corona-Welle, die damals 2020 war, habe dann Essen verteilt an die Leute hier bei uns im Dorf. Habe ich mich da mit einer alten Frau getroffen, die halt auch Essen bekommt von einem Verteiler. Und dann habe ich mich da hingestellt in der Corona-Zeit und habe hier im Dorf die Leute versorgt. Oder habe ich einen Jungen, da habe ich mich bei einem YouTuber beworben, der halt auch bei YouTube unterwegs ist, der Prävention betreibt für junge Häftlinge. Und dann hat er da einen Häftling vorgestellt, der bei mir hier direkt um die Ecke in der JVA sitzt, in der gleichen, wo ich auch war. Und den habe ich dann unter meine Fittiche genommen. Ja, und da habe ich natürlich auch gelernt, so ein bisschen mit zu leben und vor allem offen zu reden, um halt auch Leuten etwas beizubringen, um vielleicht Menschen zu helfen. Wenn ich das machen kann, bin ich glücklich. Ja, ich habe so die Art und Weise, so eine Samariter-Art und Weise, mich macht das glücklich. Anderen Leuten vielleicht, und selbst wenn es nur einer hier jetzt aus dem Chat ist, der damit was anfangen kann, dann habe ich was getan. Ne? Ja. Definitiv. Also wie gesagt, deine Offenheit ist hervorragend und es ist auch eine Thematik, die ich, wenn sie anders rübergebracht werden würde, vielleicht nicht unbedingt zulassen könnte, so in der Ausführlichkeit. Aber wir machen das ja auf einer nüchternen, sachlichen Basis und haben natürlich dann auch dieses Mitgefühl. Was ich überhaupt nicht gut finden würde, wäre halt Mitleid, was auch niemand so im Chat hier gerade geäußert hat. Ja. Aber natürlich Mitgefühl für solche Schicksalsschläge definitiv. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das natürlich dann irgendwie bei dir schon fast Burnout-Effekte erzeugen könnte. Ist passiert, das ist gerade 2 Monate her. Mhm. Da habe ich wirklich Nächte gehabt, wo ich gedacht habe, jetzt ist vorbei, jetzt bist du kaputt. Und dann habe ich auch nächtelang nicht geschlafen. Ich hatte 10 Stunden die Woche Schlaf. Da habe ich gedacht, so jetzt bist du selber dran. Aber ich habe es selber geschafft, wieder da rauszukommen und habe wieder mir selbst bewiesen, jetzt zwingst du dich zum Schlafen. Das habe ich mir nicht gefallen lassen, weil ich habe einen 5-jährigen Sohn und habe gesagt, nein, du lässt das nicht zu. Du wirst das jetzt, du holst dich da wieder raus. Ja, ich war wie, als hätte ich Amvitamine genommen, so war ich drauf, obwohl ich überhaupt gar keine Drogen nehme. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Und trotzdem habe ich mich da rausgeholt und ich kann nur sagen, haltet durch, das könnt ihr wieder hinbekommen, auch wenn ihr einen Burnout habt. Andere brauchen da Ärzte für, das ist auch keine Schmach. Man kann ruhig dafür zu den Ärzten gehen, das ist überhaupt kein Problem. Scheiß darauf, was andere Leute über euch denken, das ist ja immer noch ein verrufenes Thema, leider noch immer in dieser Gesellschaft, weil wenn du mit einem gebrochenen Bein kommst, dann sagen, oder mit einem Bein weniger, dann sieht man ja, was du hast. Wenn du aber was Psychisches hast, sieht das keiner auf der Welt und du wirst ganz schnell stigmatisiert. Auf den ersten Blick bist du für die meisten dann erstmal ein Simulant, sogar für teilweise für die Ärzte, klar. So ist es, aber ihr müsst die Menschen da draußen komplett ausblenden. Ihr müsst euch wirklich und eure Familie sehen und eure Lieben. Diese ganzen negativen Menschen, die muss man komplett ausblenden und wirklich dann sich nur auf das Wesentliche fixieren, um weitermachen zu können und wirklich zu sagen, so, jetzt reiße ich mich wieder zusammen, ich kämpfe mich da aus dem Loch raus. Es gibt natürlich Menschen, das ist leichter gesagt als getan, aber ich bin nun mal in der Situation und weiß natürlich, worauf es jetzt mittlerweile ankommt. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die haben diese Kraft leider nicht. Das ist natürlich, das kann ich auch verstehen. Und da fängt es dann an, wo ich dann ins Spiel komme, wo ich den Menschen dann vielleicht mit meiner Rede so ein bisschen helfen kann. Ne? Ja. Naja, der ein oder andere, vielleicht labilere Mensch würde an sowas auch zerbrechen. Aber du musst ja für deinen Sohn da sein und natürlich für deine
Deine genau. Frau, ganz klar. Genau. Und, genau. Und das hält mich am Leben. Das hält dich am Leben. Und vor allen Dingen, ihr habt euch ja wahrscheinlich auch dafür entschieden, größtenteils es selber zu machen, weil ihr in der aktuellen Corona-Phase vielleicht einfach nicht zu viel Publikumsverkehr bei euch haben wollt. Denn eine Corona-Infektion wäre wahrscheinlich für deine Frau auch nicht gerade sehr sinnvoll. Also es ist so, da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil du hast recht. Für meine Frau könnte, also sie ist eine gefährdete Person. Das absolut, heißt, sie ist das denke ich mir. Ja. Und das Ding ist, wir hatten schon dreimal Corona. Ja, wir hatten 2020 Corona, wir hatten 2021 und 2022. Jetzt vor kurzem ist gerade hier am 3.2. her, dass wir Corona hatten und wir sind jetzt im genesenen Zustand. Das erste Mal hatte meine Frau aber kein Corona, muss ich dazu sagen, weil ich habe dann im Wohnzimmer geschlafen und habe dann versucht, alles zu trennen und dass wir uns nicht zu nahe kommen, weil ich auch Angst um meine Frau hatte. Beim zweiten Mal hatte meine Frau, also dann haben wir es gar nicht bemerkt, sondern wir haben dann nachher einen Abstrich machen lassen, ob wir Antikörper haben und dabei ist herausgekommen, dass wir dann 2021 auch meine Frau dann Corona hatte, da hatte es aber mein Sohn nicht. Und jetzt am 3.2., jetzt 2022, hatten wir alle auf einmal Corona. Ich hatte es 3 Tage, 4 Tage, dann war ich wieder genesen. Dann war auch mein Test wieder negativ. Negativ, genau. Und mein Sohn hatte es eine Woche und meine Frau hatte es aber 20 Tage. Ja, also sie hat da wirklich schon mit zu kämpfen gehabt. Daran sieht man, dass sie damit kämpfen musste, natürlich, klar, ja. Richtig, sie hatte 40 Fieber, ne? Das ist natürlich, ich musste ihr Wadenwickel machen und alles und da haben wir schon wirklich, wir standen kurz davor, ich wollte schon den Notarzt anrufen, da war wirklich ganz kurz vor knapp, aber durch die Wadenwickel haben wir das Fieber sehr runterbekommen, das war sehr schön und dann hat sie halt noch Ibuprofen genommen, glaube ich war es, oder Paracetamol, Ibuprofen ist sie allergisch gegen, weil sie hat ja auch 22 Allergien durch den Darm, ist klar, ne? Wenn man Darmprobleme hat, entstehen auch viele Allergien. Und da haben wir das Fieber dann schön wieder runterbekommen und Gott sei Dank ist dann nach 17, 20 Tagen so ungefähr, ist das auch bei ihr abgeklungen. Ne? Ja. Gott sei Dank, dass das so passiert ist. Legacy schreibt gerade auch so schön, dass du sie unterstützt. Es gibt genügend, die in einer solchen schweren Lage den Partner verlassen. Genau. Und ja, das ehrt dich wirklich. Und dass ihr nicht schon genug gehabt habt und dann noch da oben drauf die Corona-Infektionen. Also das sind halt genau diese Schicksale, die natürlich bei vielen einfach nicht ankommen und unter ferner Liefen laufen. Und Ja, also viele Männer, die ich in meinem Umfeld kenne, die haben gesagt, hey, du musst da raus, du musst weg. Ja. Die haben gesagt, verlass, geh da weg. Die haben es vielleicht nicht mal böse gemeint, ohne so richtig zu wissen, was sie damit eigentlich anrichten würden, wenn du es machen würdest. Ja. Richtig, aber da habe ich zu denen gesagt, nein, ich werde meine Familie niemals verlassen, egal wie schwer es ist. Ich habe auch schon wirklich hier gesessen und habe gedacht, ich bin am Ende und wollte auch gehen, aber habe mir gedacht, nö, ich habe meiner Frau das Jawort gegeben, für immer. Das ist einmal und nie wieder. Ich habe nur einmal in meinem Leben bis jetzt geheiratet und ich bin ein treuer Mann. Ich habe noch nie irgendwo was anderes, eine Frau, egal mit welcher Frau ich zusammen war, ich habe noch nie eine andere Frau betrogen. Und das werde ich auch nicht jetzt anfangen. Ich bin jetzt 10 Jahre mit meiner Frau zusammen und verheiratet. Und egal wie sehr wir uns gestritten haben, wir haben immer uns wieder zu uns gefunden. Und das wird für mich nicht in Frage kommen. Ich werde meine Frau und meinen Sohn nicht verlassen. Ja, das steht fest. Ja, Bewunderung, welche Stärke und welche Kraft du hast, auch hier im Chat gerade vom Babydoll. Ja, da sind wirklich alle natürlich ein bisschen baff bei dem Thema. Hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt nochmal dahingehend so ernst werden, aber natürlich lasse ich das hier auch zu. Also es ist ja nicht so, dass es hier im Kanal nicht auch schon mal. Wie gesagt, es sollte ja so eigentlich Kraft vermitteln. Das heißt, hat's auch. Diese ist natürlich definitiv ernst, ja. Aber seht es auch mal positiv, seht es vielleicht als Hilfestellung, seht es als etwas Gutes, ja. Also wir brauchen es jetzt nicht zu verernsten, weil wir sind eine Familie, die immer noch Humor haben, die immer noch weitermachen, die immer noch auch lachen können, obwohl wir in so einer Situation sind. Auch wenn uns manchmal nicht zum Lachen zumute ist, aber wir sind keine Leute, die aufgeben. Ja, und das ist das, was eigentlich das Positive ist. Das ist ja was Schönes, das ist ja was, wo man sagen kann, toll, dass es das noch gibt, toll, dass es Menschen gibt, die auch dann versuchen, anderen Menschen damit zu helfen, ja, und oder vielmehr mit der Geschichte, ja, das ist eher so ein Fingerzeig, hey Leute,
Es gibt genug dunkle Zeiten im Leben. Das Leben ist kurz. Lebt einfach so, wie es euch gefällt. Ja, egal in welcher Situation ihr seid. Ja, und das ist vielleicht die Message, die man positiv sehen könnte. Ne? Definitiv. Also gerade in diesen Zeiten, die ja alle sehr, sehr schwierig sind. Und wir haben ja jetzt sogar, wie gesagt, einige Themen gemacht, die ich normalerweise hier eher ausklammere, weil sie halt in meinen Augen dann auch irgendwann einfach endlos sind und nicht mehr ordentlich besprochen werden können. Aber wenn es in diesem Fall hier gerade natürlich Corona als Thema gibt und dann diese ganze Geschichte, die du eben erzählt hast und der Pflegegrad 4 von deiner Frau und das Versagen des Krankenhauses und der Wissenschaft vielleicht und dass es einfach ja möglicherweise da einfach wenig Chancen gibt auf eine Besserung und du dein Leben lang damit zu tun hast. Finde ich das absolut richtig, all diese Themen dann hier auch zu behandeln, in der Form auf jeden Fall. Wie gesagt, sobald es hier eine Corona-Diskussion gibt oder eine Impfdiskussion oder sonst irgendwas, die halt aus dem Ruder läuft, deswegen lasse ich das normalerweise, weißt du? Das auch für alle als Beispiel, wenn es solche Geschichten gibt, wir können sie hier besprechen. Ja. Aber es wär natürlich also im besten Falle sogar so, dass ihr euch erst mit meinen Moderatoren dann connectet und ich vielleicht sogar noch ein bisschen im Hintergrund recherchieren kann oder die Moderatoren für mich, dass man das Thema vielleicht sogar noch dem Anlass entsprechend noch besser aufbereiten könnte. Weil das ist natürlich eigentlich ein Thema, was man journalistisch aufbereiten müsste, in meinen Augen. Ich kann jetzt in dem Sinne, ich habe ja nur lange Zeit als Journalist gearbeitet, da die Quellen nicht nachprüfen und alles, ich kann mich nur auf deine Erzählung und deine Aussagen verlassen und so wie du es gerade rüberbringst, wir glauben dir das logischerweise alles und kriegen die Stärke mit und ich werde bestimmt nach dem Stream auch nochmal selber ein bisschen googeln da zu dem Thema, mir das VOD anschauen. Ja, da geht's nochmal, also das ist Mastzellaktivierungssyndrom. Ja. 22 Lebensmittelallergien hat sie dadurch und anaphylaktische Schocks, aber das wirst du wahrscheinlich auch dadurch lesen. Dann ist das Medikament hieß Zytotec mit Y. Zytotec. Du kannst gerne auf unserem Discord das mal auch reinschreiben zum Stream-Thema. Ja, das ist ein Discord. Ausrufezeichen DC machen meine Moderation mal. Dann können wir das zumindest mal als zusätzliche Informationen zu dem gerade gelaufenen Stream mit eintragen. Muss ich mich anmelden bei Discord? Also ich kenne Discord, aber habe selber keinen Discord. Ach, du hast keinen Discord. Oder du schreibst es diese Informationen nach unserem Talk nochmal einem meiner Moderatoren. Entweder Legacy oder Teleminator ist, glaube ich, jetzt schlafen. Keks, Mampfa, Legacy und Six of Ten sind gerade noch da. Also meine Moderatoren, die kennst du ja. Okay, Six of Ten, dann schreibe ich denjenigen oder diejenige mal an. Und um auch mal zu sagen noch, für mich ist das ja auch was Positives, hier bei euch anzurufen, weil erstens drücke ich mich gerne aus, ich artikuliere mich gern, ich rede gern. Für mich ist das so ein bisschen auch, dass ich dann ein bisschen freier bin, wenn ich nämlich geredet habe, dann, weil es ist ja auch so, dass ich wirklich kaum Kommunikation hier habe, ja. Natürlich mit einem 5-jährigen Kind, klar, aber das ist ja nicht auf Augenhöhe so wirklich, obwohl ich meinen Sohn auf Augenhöhe behandle, also das ist nicht das Ding, aber es ist natürlich nicht die Anforderung, die ich gerne hätte, wenn man mal eine vernünftige Konversation haben möchte. Und für mich tut das ja auch mal gut, wieder mit erwachsenen Menschen zu reden und mit vernünftigen Menschen, weil mit Schwiegermutter und so ist nicht so. Und meine Frau ist ja wirklich auch nicht in der Lage dazu, sich wirklich auszudrücken. Und da gibt's keine ernsten Gesprächsthemen. Und für mich ist das ja auch mal schön, sich so ein bisschen auszutauschen. Und ich habe auch kaum irgendwelche Freunde, weil ich die alle aus meinem Freundeskreis mittlerweile entfernt habe, weil die keinen Umgang mehr waren. Also diejenigen, die letztendlich dir empfohlen haben, sich von der Frau zu trennen, die hast du hoffentlich alle aus deinem Freundeskreis entfernt. Richtig, genau. Ja. Und da ist halt auch einer gewesen, der hat einen anderen Lebensweg eingeschlagen. Der wurde auf einmal wieder so ein bisschen kriminell mit 38. Da habe ich gedacht, nee, Digga, das kann ich nicht gebrauchen. Geh mal bitte, wa? Also das ist zu gefährlich für mich und sowas alles. Ne? Dann habe ich halt, jetzt stehe ich im Prinzip alleine da, ne? Ohne Freunde. Ne? Ja. Und deswegen wahrscheinlich aber dann sogar besser. Und insofern, was hier auch geschrieben wird, ja, dann mal mit Fremden reden. Also ich bin ja da auch ein Fremder und der Chat ist natürlich fremd. Allerdings ist dir ja aufgefallen in der letzten Zeit, in der du hier warst, dass sich hier eine tolle Community aufgebaut hat. Nicht einer ist hier irgendwie aus dem Ruder gelaufen und nicht einer schreibt hier irgendwelche Worte rein, die wir nicht zulassen könnten. Ja, was meint er denn mit Fremden reden? Was meint er damit? Also habe ich jetzt nicht genau mitbekommen. Was war mit Fremden reden? Nee, das meinte ich ja gerade. Das habe ich ja gerade erwähnt, dass es manchmal helfen kann, mit Fremden zu reden. Das wurde ja hier im Chat. Also das war überhaupt, es war nicht negativ gemeint, im Gegenteil. Okay. Manchmal hilft es sozusagen, wie du es ja auch gerade sagst, mit Fremden zu reden, weil im Prinzip redest du ja mit Fremden, mit mir und letztendlich im Chat, die Leute sind ja auch in das Gespräch natürlich verwickelt. Sie hören zu und sie können auch interagieren über den Chat. Ja. Nee, das finde ich richtig. Also es ist eine Wohltat, ja,
weil man hat so wenig Möglichkeiten, es gibt so wenig Möglichkeiten, es gibt zwar die Seelsorge, aber da ist immer besetzt, ne? Da kommt man nicht durch. Und jetzt habe ich mal das Glück, nochmal eine vernünftige, auf Augenhöhe so eine Konversation zu führen, die auch mal wirklich, das tue ich auch ein bisschen eigennützig, ist klar, weil ich muss ja auch ein bisschen kompensieren, ja. Und das ist natürlich, ich tue mir damit einen Gefallen und vielleicht auch anderen und meiner Frau auch. Ne? Ja. Definitiv. Also solange wir das auf der Basis so in der Form machen, wie gerade heute auch gezeigt, ist das in Ordnung. Ansonsten haben wir auch zum Beispiel den Befehl hier im Chat, Ausrufezeichen Hilfe, den Legacy gerade auch gesetzt hat. Da geht es dann, wenn es einfach zu stark als psychisches Problem erkennbar ist. Ich sehe bei dir jetzt eine psychische Stärke, die ich natürlich nicht, weil ich nicht keine psychologische Ausbildung habe, nicht 100% beurteilen kann, aber ich das ja hier immer auch formuliere als einen Plausch und mehr kann es nicht sein. Es ist keine Therapiesitzung, nichts in der Form kann es sein. Aber letztendlich kann dir natürlich trotzdem so ein Gespräch mit den vielen Leuten im Chat und mir natürlich helfen. Klar, keine Frage. Also ich muss auch betonen, ich bin nicht der Typ, der jetzt hier gerade auch hier in dem Chat irgendwelche psychologische Unterstützung gehofft hat. Nee, das ist mir schon vollkommen klar. Wie gesagt, ich bin selber sehr stark durch diese Sachen, die ich im Leben mitgenommen habe. Manche werden ja dadurch schwächer und klappen dann bei der kleinsten Gelegenheit zusammen. Ich habe aber da was entwickelt. Ich werde immer stärker, ja? Ich weiß nicht, ob ihr Dragon Ball kennt, Son Goku, der wird ja auch immer stärker bei jeder Niederlage, die er hat. Ich gucke gerne Dragon Ball, das ist auch so mein Hobby. Und das ist vielleicht so ein Stück, was ich mitnehmen kann. Also ich werde stärker durch solche Sachen. Also das heißt nicht, also für mich ist das hier keinster Weise hier jetzt, dass ich auf die Tränendrüse drücken möchte, um Gottes Willen. Hast du auch nicht getan, habe ich auch nicht so verstanden. Sonst hätte ich, also wie gesagt, sonst hätte ich das Gespräch, sonst hätte ich das Gespräch wahrscheinlich so in der Form auch gar nicht zugelassen. Wir hatten ja schon mal solche Ansätze, aber da geht es dann halt gleich so richtig in die ganz heftige Geschichte. Du kannst dir vielleicht denken, was ich meine. Wenn ich von psychologischen Problemen rede und als wir den Kanal gestartet haben, hatte ich genau sowas, was nur so zwischen, glaube ich das jetzt, ist das real oder ist es vielleicht einfach nur ein Trollangriff? Und ich dann natürlich dann einfach sage, okay, zu deinem Schutz und zu meinem Schutz und zum Schutz dieses Kanals muss ich das Gespräch jetzt beenden. Das hätte ich bei dir, wenn ich diesen Eindruck gehabt hätte, auch gemacht. Hatte ich aber nicht. Es war ein ganz vernünftiges, tolles Gespräch, ein starkes Thema, mit dem ich überhaupt nicht mehr gerechnet hätte um diese Zeit. Wir haben ja eben nur so ein bisschen geplauscht, ne, über Zypern und alles drumherum und dann kommst plötzlich du per Telefon und das macht ja den Reiz dieses Formats aus. Ich wünsche mir ja solche Gespräche, aber sie müssen halt ein gewisses Level haben und sie dürfen auch gewisse Grenzen nicht überschreiten. Ansonsten muss ich natürlich irgendwann in der Tat aktiv werden und sagen, okay, zu deinem und meinem Schutz beende ich das Gespräch. Aber diesen Eindruck hatte ich nicht. Das war alles etwas, was ich noch zulassen konnte. Und das ist ja auch der Vorteil, den ich dann vielleicht aus dem OKW-Radio mitbringe, dass ich eigentlich einschätzen kann, welche Gespräche gehen, bis wohin kann ich sie zulassen und ab wann ist irgendwo die Grenze erreicht, wo ich mir sonst selber schade, meinem Kanal schade und das hier auch in keinster Form mehr Sinn macht für alle. Und diese Entscheidung muss ich treffen. Weil ich mir gedacht habe, rufst du da jetzt an oder machst es nicht, weil ich will auch keinen belästigen damit. Und hast du nicht, nein. Versuchst es mal, erklärst du ihm vorher, dass ich jetzt etwas habe, was aber ins Positive geht und anscheinend ist es ja gut angekommen und das macht mich auch sehr glücklich, weil so habe ich, wie gesagt, mit euch gesprochen, ich konnte was erzählen, ich konnte aufzeigen, wie man im Leben vielleicht zurechtkommt, genauso wie ich es bei dem Leon gemacht habe, der halt da bei mir hier in Problemen war in der JVA und da bin ich ja, ne, das ist für mich auch so eine kleine Lebenserfüllung, so ein bisschen, ne? Ja, absolut. Wie gesagt, es war ein tolles Gespräch. Wir sollten auch nicht zu sehr weiter in die Tiefe gehen, weil das müsste man in meinen Augen, dann, was ich eben sagte, journalistisch aufbereiten. Ist ja nicht so, dass wir sowas nicht mal, wenn es da neueste Entwicklungen gibt und so, bleibt bitte einfach mal im Kontakt mit uns, komm auf den Discord und wenn man das dann vorbereiten kann, kann man so ein Gespräch natürlich auch nochmal ganz anders aufziehen. Und dann wird es halt eher so eine Art. Ich schreibe dann jetzt mal deinem Mod oder deinem Admin oder was das auch immer ist. Und dann schreibe ich dem jetzt die Stichwörter
Und das war, was war das? Wie hieß das? Six of Nine oder wie hieß das? Melde dich mal bei Legacy. Du kannst dir auch sonst flüstern über Twitch. Ja, mach ich. Ist jetzt auch kein Problem. Also du musst nicht zwingend in den Discord. Wäre natürlich besser, mit uns Kontakt zu halten, mit meinem Team und mit mir über den Discord. Aber wenn du jetzt keinen Discord selber hast, musst du dich da erstmal einlesen oder so. Das ist ja die Kommunikationsplattform so ein bisschen hier auf Twitch. Ne? Ja, ja. Und aber wende dich mal an Legacy. Die hat es vorhin schon kurz angeboten, die du hier im Chat siehst, auch mit dem Schwert, ne? Grün da. Sichtbar, weiß auf grün und ihr alle wisst, wie die Moderatoren im Chat aussehen und ist dann in dem Fall am besten Legacy. Perfekt. Gut, ich bin sehr auch beeindruckt von euch, also tolle Arbeit und tolle Sache, was du hier machst. Wie gesagt, ich habe auch schon öfters mal reingeguckt und wenn ich dann hier nachts sitze, dann kommt durch deine ruhige Stimme auch und durch deine Radiostimme, die du hast, ne, ist das natürlich auch sehr angenehm, wenn du dann nachts hier sitzt. Und ich kann dir dann auch schön zuhören, die Themen sind auch ganz interessant und dann lese ich mir auch den Chat zwischendurch und habe auch gemerkt, die Leute sind ja wirklich alle positiv und das hat mir jetzt auch wirklich gut getan. Ne? Die meisten sind positiv. Die dann nicht positiv sind, dafür sind die Moderatoren da. Ne? Da müssen dann halt Entscheidungen getroffen werden. Aber die meisten, die sich dann halt hier regelmäßig einfinden und die hat sich halt im Laufe der jetzt anderthalb, bald zwei Jahre im Juli gibt es diesen Kanal, dann haben sich tolle Leute aufgebaut. Klar, keine Frage. Die dann auch immer wiederkommen. Und ja, und dann hoffe ich natürlich und baue ich auch darauf, dass diese Art natürlich auch dafür sorgt und diese Aufbereitung von Themen, dass dann halt entsprechend mehr Leute auch anrufen. Weil das ist immer noch... Dafür ist die Reichweite immer noch zu gering, selbst wenn das für Twitch-Verhältnisse vielleicht schon viel dem einen oder anderen erscheinen mag. Beim Radio hatten wir, selbst in diesen schwachen Abend- und Nachtstunden, hatten wir 20, 30, 40.000. Ne? Ja. Und morgens hatten wir auf eine ganze Sendung gerechnet 2, 3 Millionen. Ne? Also insofern, da hast du natürlich einen ganz anderen Auflauf an Anrufen und die hast du halt hier nicht und das Telefon ist für viele auf Twitch immer noch ungewohnt und das müssen wir auch nochmal dazu sagen, er ist hier über Telefon reingekommen, also es ist genau das, was ich ja will, es ist ein Call-In-Format, über das letztendlich hier dann auch Leute direkt reinkommen können, allerdings muss ich dann in der Tat auch sehen, passt das gerade, kann ich das zulassen oder nicht. Ja, umso besser, dass es jetzt gepasst hat. Es hat gepasst. Ich wünsche euch einen angenehmen Morgen alle zusammen, auch dir, ja. Und vielen Dank für das nette Gespräch und ja, bleibt stark, liebe Leute. Bleib du auf jeden Fall auch stark. Ich kann nur sagen, mein absoluter Respekt, was du da leistest aktuell in deinem Leben. Vielen Dank. Und da kommt jetzt auch ein Raid, Moment, den habe ich glaube ich jetzt direkt verpasst. Wo ist der Raid? Da kommt nämlich der, irgendwie sind meine Alerts immer später da. Wo ist denn der Raid? Liebe Mods, schickt mir mal kurz die Informationen. Ach, Gorvik? Ist Gorvik gekommen? Warte mal, ich muss gerade mal kurz hier... Ah, Gorvik! Raid von dir, mein Lieber! Herzlich willkommen! Ich war so mittendrin gerade im Gespräch und gerade in der Verabschiedung. Liebe Raider von Gorvik, herzlich willkommen, Leute. Ihr habt gerade ganz, ganz viel tolle... eine wirklich sehr starke Geschichte von einem starken Menschen verpasst, der Ivan Drago. Ich werde dieses Gespräch, denke ich mal, aufbereiten für YouTube, wenn das für dich okay ist. Sehr gerne. Und geschnitten und dann so in der, was heißt geschnitten, also nur am Anfang und am Ende. Also ansonsten lasse ich das komplett so stehen. Also ich schneide da nichts raus oder sowas. Und pack das dann in Gänze auf YouTube, weil das war jetzt ein sehr, sehr emotionales, sehr wichtiges, sehr relevantes Thema und auch eine Stärke, die du, eine emotionale Stärke, eine psychische und auch physische Stärke dann auf jeden Fall, die du beweist, die ich sehr erwähnenswert finde. Ich weiß nicht, ob ich das diese Woche schaffe. Ich versuche es aber auf jeden Fall auf YouTube zu packen. Wie heißt denn dein Kanal auch Nachtfalke? Der heißt auch Nachtfalke TV. Machen die Mods bitte nochmal. Es wird nämlich von heute kein VOD und keine Clips geben. Das mache ich, weil ich dann auch später noch in die Musik gehen kann, was ich übrigens jetzt auch überlege, dass wir jetzt einfach nochmal uns so ein bisschen softe Musik, so Popsongs, ein bisschen was Ruhiges, um runterzukommen, nochmal ein bisschen anhören wollen, nach diesem wirklich sehr, sehr schweren, aber tollen und wirklich, ja, für uns alle, ich denke schon, bewegenden Thema. Ja, da bin ich froh, dass das so geil angekommen ist, das tut mir echt gut, ja, das ist für mich, ja, ich habe schon gedacht, wie gesagt, du sagtest ja schon, ich bewege mich da auf einen schmalen Grat, aber anscheinend haben wir den Tanz auf der Rasierklinge bekommen. Haben wir, definitiv. Und dafür, und genau dafür danke ich dir auch, dass das Gespräch auch so funktioniert hat, weil nicht jeder versteht dann, dass es vielleicht Punkte gibt, die man auf Twitch dann nicht erzählen sollte, ne? Ja, ganz einfach. Richtig. Die einfach dann nicht in einen solchen
Talk Einzug halten sollten. Ich denke, also ich bin ja selber sehr, ich habe ja gesagt, ich habe eine gute Selbstreflexion, und wenn ich sehe, dass das dann zu viel würde, dann würde ich merke das selber, dann fange ich auch schon an, dann schalte ich zurück, und dann ist schon, ne, dann versuche ich immer so dann geradlinig zu bleiben, damit ich mich dann dem Format auch anpasse dann. Ne? Ja, definitiv. Also haben wir geschafft. Ich werde das Gespräch, denke ich, auf YouTube packen. Der ja. Ivan Drago, wirklich alle Stärke dieser Welt. Ja. Schöne Grüße, wenn sie es mitbekommt, wenn du ihr das erklären kannst, natürlich deiner Frau, und hoffe, dass du das alles weiterhin so gebacken bekommst, weil es natürlich eine extreme Anstrengung ist, dass du sämtliche finanziellen Unterstützungen bekommst, die dir zustehen, und dass du da auch die entsprechende Hilfe hast. Und danke dir für dieses echt tolle Gespräch, was ich auch nicht so schnell vergessen werde. Und ich auch meine Leute hier. Von euch. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Morgen. Ja. Wünsche ich dir auch. Gute Nacht. Schlaf gut. Und dann musst du ja wahrscheinlich wieder früh aus dem Bett. Ich bleib noch was im Chat bei euch. Ich bleib noch was drin. Wann musst du raus aus dem Bett wieder? Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin ein Nachtmensch, habe ich ja am Anfang erwähnt. Ja. Und ich bin auch einer, der halt dann auch trotzdem früh aufsteht. Ne? Ja. Naja, ich schlafe auch nicht so viel nachts. Also habe auch einiges um die Ohren. Also dann alle Stärke dieser Welt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Mach's gut. Danke. Gute Nacht. So, liebe Leute, ja, starkes Gespräch. Oh, Wahnsinn. Liebe Mods, könntet ihr bitte nochmal für die letzte halbe Stunde umstellen auf mein Format, Streamtitel ändern bitte und auch die Kategorie in Musik gehen. Ich würde jetzt mal softe Musik spielen. Ah, Legacy, du weißt, was ich meine. Das war ein mega Gespräch. Ich muss mal ganz kurz jetzt die